auch am Auto. Auf der Rennstrecke in Le Castellet testet er das neue Auto gerade selber. Und das Fahren macht dem Peter Monte seiner Spritztour Freude. Ich muss also wirklich sagen, es ist ein super Auto. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein gutes Auto ist. Ich denke, wir haben einen Haufen Fehler. Ich selber höre bis jetzt noch immer Fehler von der Fahrer. Aber ich kann selber beurteilen, dass es ein sehr gutes Auto ist.